So, Freunde, es geht weiter. Und zwar, wir wollten ja probieren, ob wir da in die Räume laufen können. Ups. So. Okay, wir können rein. Ist schon ganz gut. Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddeus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddeus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Geschenke öffnen ist klasse. Wo ist denn die Lampe? Oh. Ich kann ja auf einmal Sachen kaputt machen. Okay, okay, okay. Hör endlich auf, herumzuspringen, ja? Wenn du diesen goldenen Pfannenwender bekommst, gehst du dann weg? Ach, Thaddeus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Ja, aber noch Sachen kaputt machen. Haha. Ha. Oha, auf dem Bilderrahmen. Oha. Ah, ich kann immer noch. Zum Springen gedrückt halten. Wo kommt denn diese Socke auf einmal her? Noch ein Fund für Patrick! Hui! Okay. Hey, die sind ja wieder alle da! Einmal aus dem Haus kann ich wieder alles kaputt machen. Okay, gehen wir jetzt mal. Kommt auch wieder neu raus. Ja, da kommen wir immer wieder. Ah, so. Ich kann den Zeug immer wieder sammeln. Okay. Will ich aber nicht. Ich will. Warte, wo ist denn jetzt? Ach, Mr. Krabs hat gar kein Haus hier. Brauchen wir Pfannenwender. Ah, nee, warte mal. Ich kann ja. Was ich, wo ich noch nicht war, ist da an diesem Taxistand. Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au. 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 Thaddeus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Oh, oh. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddeus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit eintreiben kannst. Okay, so, dann gehen wir erstmal hier oben drauf.
Es glänzt. Ups, okay. Ein bisschen sammeln müssen wir ja. Was ist mit dem? Okay, die kann ich kaputt hauen. Warum ist hier so ein Blubber-Blubber? Kann ich hier was machen? Nö. Was ist mit dem? Ah, kann ich auch kaputt machen. Warte mal. Das ist Schlamm. SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Das ist Schlamm? Ja, das ist schönes, glänzendes, klares Wasser. Schlamm. Ja, was mal hier? Ups. Das ist eine Teleportkiste. Wenn du beide Teleportkisten in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen Seite teleportieren, indem du hineinspringst. Aha, wo ist die Kiste? Da ist eine Socke. Soll ich denn da hinkommen? Wenn ich da nicht rein darf. Okay, ich habe sie geöffnet. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Wow, ich kann 4 Unterhosen sammeln. Ein neuer Schwamm. Geschenk geöffnet ist klasse. So, langsam kriege ich den Dreh hier raus. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Kann ich hier drauf irgendwas machen? Oha! Oha. Oha, wie soll ich denn? Ah, so. Ah, fast jetzt was gefallen. Aber eigentlich kann ich die auch einfach irgendwie zerstören. Ah? Ah? Okay. Okay. 125 brauche ich dafür. Das habe ich ja locker, aber ich will ja mal gucken hier. Ich muss ja ein bisschen die Welt hier erkunden. Schwamminator! Oha! Oha, was ist denn da? Sieh an, sieh an, sieh an, ein Geheimgang. Woohoo! Super Monster Combo! Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Da unten sind keine Pfannenwender! Okay, Los, SpongeBob, es ist dein Geburtstag. So krieg ich den nicht. Also muss es da irgendwie einen Trick geben. Aber welchen? Zwischen der dran kommen. Komisch. Später machen. Muss ja irgendwas geben, für das zu bekommen, oder? Komm ich da irgendwie hoch? Nee, so nicht. Okay, dann müssen wir mal später gucken. Sehen wir momentan keinen Weg da rein. Ich weiß es nicht. Bestimmt kommt da irgendwas. So. Wir machen jetzt einfach mal hier. Machen wir mal. Die Brücke ist da. So. Können wir hier rüber? Ich erstmal weg. Was? Checkpoint! Das ist ein Checkpoint. Wärst du besiegt, nachdem du einen Checkpoint aktiviert hast, beginnst du am Checkpoint neu, anstatt am Anfang dieses Bereiches. Okay. Schon richtig viele von den Dingern. Genau meine Größe. Das ist eine Frierfrucht. Nur Patrick kann die Frierfrucht nutzen. Okay. Patrick, wo bist du? Patrick? Ist Patrick da?
Hupa. Ja, das war so ein Ding. Juhu. Boing. Oha. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Vor lauter links, rechts gelaufen. Was ist denn hier? Achtung! Was ist denn hier? Okay. Einfach hier. Willst du das Ding auch zerstören? Tatsache, kann ich zerstören. Hey Gary, was geht ab? Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. King Jellyfish? Ein Bungee-Springen? Wo denn? Ah, hier. Das ist ein Bungee-Sprung. SpongeBob kann hier einen Bungee-Sprung machen. Um von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dorthin springen und ihn berühren. Drücke die A-Taste, um nach unten zu sausen. Verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du die B-Taste drückst. Hey? Das ultimative Randalier-Erlebnis. Juhu. Ich komme nicht dran. Ach so, ich muss nochmal. Wow! Direkt beim ersten Mal muss ich dagegen kommen. Aha, hab ihn doch. Okay, das hätten wir dann schon mal. Jetzt müssen wir, wo müssen wir denn überhaupt hin? Okay, da komme ich nicht hoch. Da ist ein Knopf. Checkpoint. Sehr gut. Der haut sich ja selber. Hallo. Bam. Hey, mein Freund. So hübsch. Ich halt's nicht aus. Hä? Kann ich nicht mit dir reden? An den hauen? Aber das war's auch. Zack, 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 zack. Passiert nichts. Komischer Fisch. Und? Da Hose. Lüge. Oh, er hat mich doch getroffen. Nimm das. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wo ist denn hier Patrick hin? Patrick, wo bist du? Hallo? Ist wohl da drauf? Da ist nix. Von da unten bin ich ja gekommen. Okay. Ich muss irgendwie auf die Dinger drauf. Hey, das sieht doch aus, als wenn ich... Was haben wir denn da? SpongeBob muss das Blasenbowling beherrschen, um dieses Spiel spielen zu können. Ha! Blasenbowling, wo, wie war's? Wo, wie was? Wir müssen vielleicht ganz da hoch. Okay, wir gehen mal jetzt hier hinten hin, zu diesen blauen Quallen. Dann klettern wir doch einfach mal hier hoch. So, gucken wir mal. Woohoo! Wo uns der Weg hier hinführt. Oh, da ist schon wieder so eine Infotafel. Oh, da müsste ich auch mal lesen. Das ist Schlamm. Ja, SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Ja, ich habe aber noch keinen Patrick. Wo ist denn Patrick? Ich muss hier uns Charaktere wechseln. Okay, Charakter wechseln.
Wow, was tritt er mich angetroffen? Wow. Das ist eine Teleportkiste. Yeah. Wir haben die Teleportkiste gefunden. Brauchen wir jetzt aber nicht. Die Maschine, die dort schnaubt und zischt, ist ein Duplikatron 1000. Der D-1000 produziert weiter einen Roboter, bis er zerstört wird. Sei aber vorsichtig, sonst knallt es ordentlich. Okay. Hilfe! Ich muss den Ding jetzt zerstören. Woohoo. Okay, hier ist ein Knopf. Total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Okay. Quallenhöhle. Okay. Mehr Jungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeug und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Ach, nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Okay. Ja, warte mal. Das ist eine Rutsche. Wenn SpongeBob oder Patrick oder Sandy auf eine Rutsche springt, geht es dann bergab mit hydrodynamischer Geschwindigkeit hinterher. Okay, das ist eine Rutsche. Brutal! Oh, das muss ich gar nicht schauen. Ich kann die einfach umfahren. Boah, yeah! Wow! Massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. Was ist er denn? Oh, da, ja, ganz wichtig hier. Geöffnet, okay. 1400 fast. Okay, SpongeBob. Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen, aber er ist unerreichbar. Wo ist er? Ach, da hinten. Wo bin ich? Wahrscheinlich hier oben. Okay, ich müsste... Keine Ahnung, wo lang. Vielleicht erzeugen diese Schalter einen Weg. Ah, okay. Gibt's Schalter. Sie werden von den Robotern schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen. Yeah, dann fighten wir uns mal durch. Woohoo. Erstes Mal hier rauf. Wah! Und mach die erste Maschine kaputt. Und hau natürlich auf den Schalter. So. Ach, du großer Schwamm. Man nennt mich auch Schwamminator. Der Schwamminator ist da und knüppelt alles nieder. So, Nummer 2. So, und der dritte ist... Jo. Hallo? Aha. Da bin ich! Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Oh, Junge, Junge, Junge!
So, was können wir denn? Aha. Aber gar nichts. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Was ist das? Oh, was war das? Hä? Was? Zum Aufnehmen B? Dann? Hä? Okay. Patrick kann auch Tikis aufnehmen und werfen, aber nur Tikis, auf denen keine anderen Tikis stehen. Tikis? Tikis? Ah! Tikis. Was sind denn Tikis? Wohoo! Bus? Das ist eine Bushaltestelle. An der Bushaltestelle kannst du zwischen SpongeBob und Patrick wechseln. Aha, okay. Das wollen wir ja nicht. Hä? Hä? Okay. So, was soll wohl das da drauf werfen? Okay, Alter! Okay, ich muss mich auch noch beeilen hier. Zack! Ah! Das war dann wieder zu sehr beeilt. Hopp, drauf mit dir! Aha! Knappe Sache, du! Das ist eine spezielle Patrick-Wippe, die nur Patrick benutzen kann. Lass Patrick eine Wurffrucht aufnehmen, die sich auf die rosa Seesternseite stellen und dann die Frucht auf die Zielseite werfen. Patrick wird dann auf die andere Seite des Sees geschleudert. Okay. Wie viel davon muss ich denn tragen? Das ist ein Donner-Tiki. Wenn Patrick ihn berührt, zieht ein Sturm auf und nach ein paar Sekunden kracht es. Oh oh, der macht gleich Bock. Autsch! Aha. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Aber was bringt mir das? Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Der Fels spricht mit mir. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position. Und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle. Folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein. Aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank! Na dann. Ja, ja, das können wir. Oh, eine unheimliche dunkle Höhle. In jedem steckt ein Geschenk! Oh, ich muss hinlaufen. Schon viel besser. Oh mein Gott! Bloß aufpassen, sonst werde ich aufgespießt.
Wow, da kommen auch noch so Dinger. So. Kann ich hier einfach drauf? Sieht so aus. Checkpoint! Was gefährlich hier? Patrick kann auch die Wurffrüchte springen, um höhere Stellen zu erreichen. Er kann die Wurffrüchte auch stapeln, indem er eine Wurffrucht auf eine andere wirft. Über sie kann er dann die höheren Stellen erreichen. Aha. Ups. Ah ja, so. Hey. Oh mein Gott, Hilfe! Geh doch da drauf! Oh mein Gott! Hallo? Alles hier wieder. Du musst echt viel Zeug herumtragen. Ja, du armer Kerl. Echt viel Zeug rumtragen. Na, ich wollte schon sagen. Oh, es geht wieder los, geht wieder los. Es geht los. Oh, ich kann auch hüpfen. Wow, oh mein Gott. Autsch, autsch. Oh. Mein Gott. Ah, what the hell? Was hat mich da pulverisiert? Nee, du warst das, ne? Oh, da hinten ist wieder so ein Robinator. Warte mal. Wenn Patrick dem Roboter eine Bauchklatsche macht, kann er diese beschädigen oder betäuben. Kleine Roboter werden von Patricks Bauchklatsche besiegt, während größere Roboter für eine kurze Dauer betäubt werden. Ich werde sie zerschmettern! Oh, nochmal! Nochmal! Ich finde hab schon wieder was getroffen hier. Wo muss ich denn hier? Au! Da geht's raus. Wow! Oh Gott, ich muss da hinten. Oh Gott! Jetzt wird's knapp, meine. Hallo? Ich brauch die. Dieses Ding brauche ich anscheinend. Die Frage war ja, warte mal, wir haben ja da unten dieses Eisding. Nerv mich nicht! Wo ist denn das? Da. Kann ich auf jeden Fall aufheben. Oben ist der Pfannenwender. Da komme ich hin, indem ich. Oha! Nein! Ups. Ah, da ist eine Socke. Runter vom Eis! Runter vom Eis! No, no. Habe ich die Socke jetzt wenigstens? Socke. Ah, schnell wieder runter. Nein, schnell. Warum läuft der denn nicht? Oh mein Gott. 3, 2, 1. Oh. Wo ist nur die Unterhose? Warte mal. Ey, warum ist die Kiste zu? Warum ist die Kiste zu? Oh, komm, ich bin dran. Verdammt. Okay. Als nächstes muss ich dann... Oh, der Automat ist auch wieder am Leben. Ja, super. Alter, ernsthaft? Ich finde nicht, dass SpongeBob's Unterwäsche richtig passt. Autsch! Alter, was ist denn? Da hinten ist auch noch ein Automat. Aber wie soll ich denn das machen? Warte mal. Ah. Ich kann hier hochgehen ohne. Ich muss das da hinten abwerfen. Ah, damn!
Okay, ich habe also nicht viel Zeit und der wirft mir direkt wieder neuen dahin. Verdammt! Okay. Probieren wir es mal aus. Aber der wirft die ja dann ab wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, der wirft den ab. Alter! Ne, ich krieg den nicht aufgehoben. Wie soll ich an den Pfannenbänder kommen? Wie soll ich das da oben abwerfen? So auf die Schnelle. Ach so. Jetzt auf! Ja, genau. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn das machen? Ich finde nicht, dass Bobs Unterwäsche richtig passt. Oh! Vielleicht klappt das so, wenn ich dagegen springe und dann direkt darüber hopsel. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Wie ich das machen sollte. Ich hab's doch getroffen! Sag mir mal, wie das sonst funktionieren soll. Alter! Viel besser. Ah! Wo kommst du denn schon wieder her? Der Roboter hat Bumm gemacht. Top. Juhu, los geht's. Nein. Alter, das kann doch nicht sein, oder? Ey, Mann! Wie soll ich das so schnell machen? Kletter da hoch, kletter da hoch, kletter da hoch. Ah, klapp das Ding da hin. Mach den und den get down. Hole die Dinge. Ah, Mann! Nee, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Ich gehe jetzt hier raus. Hat ja keinen Wert. Weiß nicht, wie ich da drankomme.